Nice. Eine Gummifrucht. Ah, 12 Uhr, ja. Da tut sich nichts. Honigbienenwachs, okay. Wieder eine Gummifrucht. Vielleicht sind es ja spezielle Bäume, wo diese Kokons sind. Wir müssen nur den richtigen finden. Den kann ich nicht treten. Ist noch zu jung, um getreten zu werden. Na? Sich nichts. Den kann ich auch nicht treten. Da ist das Büßlein wieder unterwegs mit den Touris an Bord. Vielleicht brauche ich auch besonderes Schuhwerk für... Kann ich eigentlich diesen Zaun nicht mal reparieren? Besonderes Schuhwerk, um diese Kokons zu looten. Glätzende Substanz, ja. Hilft mir aber gerade auch nicht weiter. So, eine Kupferbarren. Ups, ach, Kupfer brauchen wir auch mal eh, ne? Nö. Schleifmaschine. Ach genau, alte Teile, die waren. Da habe ich ja vermutet, dass die in einem von den Ruinen zu finden sind. Sollten wir vielleicht mal mit Django sprechen, dem Schwertmeister. Nächste Level up. Auch durch Holz sammeln verbessern wir uns stetig. Ach, immer diese Gummifrüchte. Dabei wünsche ich mir doch mehr so ein Kokon. Jetzt weiß ich noch nicht mehr vom letzten Mal, wo diese Ruinen waren. Ich glaube, eine war an der Kirche des Lichts, die wir auch noch nicht gesehen haben. Gut, da geht es aber auch noch lang, da waren wir auch noch nicht. Hier mal eben sehe ich den Tobi. Did you just move here? Never seen you before. Bist du gerade hergezogen? Hab dich vorher noch nie gesehen. Django is the best teacher ever. Django ist der beste Lehrer überhaupt. Ja, aber wo ist er denn?
Wo ist denn der Django? Der hing doch heute Morgen noch hier rum. Gut, dann erkunden wir mal noch mal ein bisschen den Rest der Stadt. Presley, mein alter Freund. Wer bist du? Alice. Hello. Hello. I'm always looking for new books to read. If you have any recommendations. Ich suche immer nach neuen Büchern, falls du irgendwelche Empfehlungen hättest. Können wir lesen? Looking for new books to read. If you have any recommendations. Oh, sorry, ja, das hatten wir schon das Gespräch. Tschö. Das sieht doch sehr nach Dungeon, alte Ruine aus, oder? Abandoned Ruin, genau. Hey there, first time ruin diving? Hey da, erster Ruinentauchgang? Yep. Ja. Alrighty, let me explain then. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a weekly maintenance fee, but we'll give you a 60% discount the first time. Bitte was? Alles klar, dann lass mich erklären. Alle Ruinen in der Allianz der Freien Städte werden durch die Ziviltruppe überwacht. Um sie zu betreten, musst du eine wöchentliche Wartungsgebühr zahlen. Beim ersten Mal gewähren wir allerdings einen Rabatt von 60%. When you enter, I'll give you the jetpack and scanner. Very handy ancient relics. Mine info resources becomes a lot easier when you have these equipped. When you come out, we'll need them back, since they're very rare. Wenn du eintrittst, bekommst du von mir ein Jetpack und einen Scanner. Das sind sehr nützliche, uralte Relikte. Wenn du sie ausgerüstet hast, wird das Abbauen von Rohstoffen viel einfacher. Wir brauchen beide wieder zurück, wenn du herauskommst. Pardon? Denn sie sind wirklich selten. This one beside me is an abandoned ruin. No monsters or robots in there. Just resources and relics like power stones. Anything you find in the ruins are yours to keep. Unless they're ancient weapons. Then we're supposed to hand them over to the church for destruction. Wartet mal kurz, Freunde. Er zeigt mir im Chat keine Bitrate an. Im Dashboard, okay. Aber laut meiner Streaming-Software ist die in Ordnung. Okay, gut. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich hier am Zocken bin und ihr kriegt ja gar nichts mit davon. Okay, so. Okay, sorry. I'm done. Have fun and be safe in there. Hab ich den letzten Text verpasst. Okay, das wäre alles. Hab Spaß und sei vorsichtig da drin. Werkstattbesitzer kann durch Aufträge der Handelsgilde oder durch den direkten Verkauf von Gegenständen an Ladenbesitzer Geld machen. Warte mal, habe ich dem jetzt Geld gegeben oder was? Glaube nicht. Das Geld scheine ich noch zu haben. Ah, okay, das ist der Aufzug, der uns dahin bringt. Ja, gut, okay, wir tun uns mal die Versammlung an. Welcome! If you're in need of a house or workshop upgrades, this is the place to be. All you need to do is select a plan from the catalog book in our company. Willkommen! Wenn du Verbesserung für dein Haus oder deine Werkstatt brauchst, bist du hier an der richtigen Adresse. Du musst nur einen Plan aus dem Katalogbuch unseres Unternehmens auswählen. Bisschen Schepp aus hier mit dem. So, Gail, 19 Uhr, war das Sache? Good evening, everyone. Guten Abend allerseits.
We've been having lots of panbat sightings recently. I know they're cute, but still, don't go near them. They're dangerous. In letzter Zeit wurden viele Pandamäuse gesichtet. Ich weiß, sie sind süß, aber bitte kommt ihnen nicht zu nah. Die sind gefährlich. I've asked the Civil Corps to try something to scare them off, but I'm not holding up much hope. Ich habe die Ziviltruppe gebeten, sie zu verscheuchen, aber ich mache mir keine große Hoffnung. We all know what a panbat infestation's like. Sometimes I wish we had a tank. Wir wissen alle, wie eine Pandamausplage ist. Manchmal wünschte ich, wir hätten einen Panzer, um sie platt zu fahren. In other news, we've decided to proceed with the building of a bridge to Amber Island. A builder has already been picked for this project. Des Weiteren haben wir beschlossen, eine Brücke zur Bernsteininsel zu bauen. Es wurde auch bereits ein Handwerker für dieses Projekt gewählt. Also, we are in preparations for the construction of the DD transportation system. I'll be securing the funding over the coming weeks and pick a builder soon. Any donations are welcome. Donations sind immer willkommen und überall. Außerdem haben wir mit den Vorbereitungen zum Bau des TÜV-TÜV-Transportsystems begonnen. Ich werde mich in den nächsten Wochen um die Finanzierung kümmern und bald einen Handwerker auswählen. Spenden sind willkommen. What? How come I didn't hear about the bridge? When was this? Was? Warum habe ich nichts von der Brücke gehört? Wann war das? Ne, ich habe den, glaube ich, genäselt, ne? Was? Warum habe ich nichts von der Brücke gehört? Wann war das? Oh, now I finally get to fish there. Oh, jetzt kann ich da endlich angeln. He's asking for money again. Er will schon wieder Geld. Finally, we have a new builder in town this week who lives in the old workshop outside the city gate. Let's all give a warm welcome. Zu guter Letzt haben wir seit dieser Woche einen neuen Handwerker in der Stadt. Er lebt in der alten Werkstatt vor dem Stadttor. Lasst uns alle Masaru herzlich willkommen heißen. Yay. Ja gut, das ist alles für heute. Es wird spät. Dr. Xu, was los? Hey, welcome to Portia. I'm pretty much the only doctor around here, so come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have these as a welcome gift. Hey. Willkommen in Portia. Ich bin so ziemlich der einzige Arzt in der Gegend, also komm zu mir, wenn du verarztet werden musst oder Heilgegenstände kaufen willst. Hier, nimm das als Willkommensgeschenk. Ich glaube, der Antoine, der steht ja auf den Dr. Xu. Kräuter, die wir hochhalten, weil wir keinen Platz mehr im Gürtel haben. Ja, danke. Diese Kräuter habe ich... Junge, was ist los? Was stimmt nicht mit dir? Hallo? Dr. Xu, my idol. Every time I think of him, my heart flutters. Dr. Xu, mein Idol. Immer wenn ich an ihn denke, macht mein Herz einen Sprung. Goodbye. Wow, okay. Dann will ich euch beiden mal alleine lassen. Wie schnell die Tage vorbeiziehen. Haben wir heute eigentlich irgendwas geschafft? Hatten wir schon das Vergnügen? Gast? You're the new builder. I'm Gus. Ach doch, ja. Doch. I'd love to stop and chat, tea, cake and all, but I'm busy. So, good day. Du bist der neue Handwerker. Ich bin Gast. Ich würde liebend gerne mal auf Kaffee und Kuchen vorbeikommen, aber ich bin sehr beschäftigt. Also, guten Tag. Wow. Spend your time on tasks that you actually need to do. Verbring deine Zeit mit Sachen, die du wirklich tun musst. Lebensweisheiten vom schnöden Fatzke. Na gut.
So, dann packen wir das, den Marmor auch nochmal hier rüber. Und die Kräuter. Haben wir die verkauft beim letzten Mal? Holz, dreimal Hartholz, Übungsschwert. Leicht und langlebig, aber verursacht wenig Schaden. Ah, Tierknochen haben wir nicht. Ah, von Beute, okay. Hm. Möchte ich mir schon ein Schwert machen? Hat er den Baum in der Hand. Gehen wir erstmal schlafen. Ich glaube, wir könnten jetzt in der Tat mal in die Ruine gehen. Oh, schon wieder Post. Leute! Lasst mich doch mal leben. Boah, ein geiles Hartholzsofa. Haben wir schon alles gemacht? Das sind keine Rohstoffe mehr. Was ist das denn? Okay. Er oder sie, keine Ahnung. Ich bin Dava, der Hüter der Baumschule von Portia. Der letzte Sturm hat einen Teil unserer Zäune weggeweht. Bis das behoben ist, haben wir geschlossen. Also musst du mir helfen, also so schnell wie möglich zu reparieren. Alles so schnell wie möglich zu reparieren. Wir brauchen 5 Holzbretter. Vielen Dank. Ich glaube, dafür brauchen wir die Säge. Lieber Bürger, der jährliche Portia-Angeltag findet diesen Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, bring Geduld und deine Angelroute mit und registriere dich. Das wird nicht hinhauen, weil wir es... Hallo? Ach so. Weil wir nicht an diesen komischen Kokon für die Angelroute rankommen. Wilder Kokon von Baumtritt. Weiß ich gerade nicht. Was ist eigentlich, wenn ich hier eine... Schleifmaschine. Dammit. Wir können gar nichts anderes erstmal bauen, bevor wir nicht die Schleifmaschine fertig haben. Dementsprechend müssen wir in die alten Ruinen. Da ist mir jetzt gerade mal hier die Entscheidung abgenommen worden. Machen wir dann auch so. Jo, such. Hi, grüß dich. Sag mir bitte nochmal, wer du bist. Oh, Django. Always nice to see young folks moving in. If you need refreshments, I'm your man. Try this. It's on me this time. Oho, ein neuer Handwerker. Immer nett, junge Leute einziehen zu sehen. Wenn du Erfrischungen brauchst, bin ich dein Mann. Versuch das mal. Geht diesmal auf mich. Ey, wir kriegen von allen hier Zeug, das ist richtig nice. Der bringt doch bestimmt hier wieder Lebenspunkte zurück, oder? Ach, ist ein Buff sogar. Okay, plus 10 Verteidigung. Schick. Aber kannst du mir denn auch noch was beibringen? Hey,
Also R6 sucht, ich glaube, wir kennen uns. Sag mal bitte, wenn du magst, wie du heißt, damit ich dann das zuordnen kann. Aber schön, dass du zuschaust. On guard! Ha! Watch out, young one! Your reaction speed is way too slow! Aufgepasst! Ha! Vorsicht, Jüngchen! Deine Reaktionszeit ist viel zu lang! Mal gucken, trainieren? Ah, okay. What? Boah! Wir sind voll der Lappen. Wir können ja gar nichts. Hat er uns alle gemacht, okay? Oh, ob wir uns da schon in die Ruine trauen können. Das hier? Ah, okay, hier ist gar nichts. Ach, guck mal, ein Trüchen. Kräutermischung. Was kann die? Für kleine Kratzer gemacht, ein Muss für jedes Zuhause. Stellt wieder 60 GP her. Wie viel haben wir eigentlich? Wie viel GP? 215, okay. Das heißt, können wir die erstmal hier in die Tasche packen. Unten ist noch ein Korb, aber ich glaube, das hat keine Bedeutung. Du bist doch von der Explorer-Truppe, oder? Hello. Sam? Hallo! Ja, die hat auch Boxhandschuhe. Yo, Kid, looking good! Be careful in the ruins. Don't expect me to save your butt every time, okay? Hey, du! Du siehst gut aus. Gib mir den Ruinen Acht. Erwarte nicht, dass ich jedes Mal dein Hintern rette, okay? Goodbye! Gut, habe ich nicht erwartet, aber ich weiß natürlich auch nicht, was mich da jetzt erwarten wird. Ist das eigentlich sinnvoll mit den Angriff plus 5, kritischer Nahkampfschaden plus 100%, Angriff plus 100. Okay, ich glaube, da sind wir mit den Bronzewaffen schon besser bedienen, also mit den Bronzewerkzeugen anstatt mit dem Handschuh. Linksklick zum Angriff. Na komm, hier, den packe ich die in den das Inventar. Dann nehmen wir, glaube ich, lieber. Ich laufe in die falsche Richtung. Dann nehmen wir, glaube ich, lieber die Axt. So, wir brauchen alte Teile und wir brauchen Erde. Möchtest du 20 Golds bezahlen, um zu einem anderen Areal der verlassenen Ruinen zu wechseln? Okay. Das heißt, hier können wir schon rein. Verlassene Ruinen 1. 80! Wochenpass. Warte mal. Wie viel haben wir denn? Boah, gerade genug auf der Hand. Für einen Wochenpass. Die haben uns 60% Rabatt gegeben. Das heißt, das wird eine richtig teure Geschichte. Okay, Bergbau-Tutorial. Richte das Gitternetz auf die Position aus, an der du graben willst. Drücke dann die linke Maustaste. Wähle ein Werkzeug zum Hacken oder Bohren. Gut, das wäre dann die Spitzhacke. Die Karte öffnen und drücken, um zurück zum Eingang zu gelangen. Reliktscanner öffnen, schließen, F. Okay. Drücke F oder linke Maustaste, rechte Maustaste, um mit dem Reliktscanner zu scannen. Die Relikte in der näheren Umgebung werden als leuchtende Kugeln angezeigt. Richte das Gitternetz für einen Moment auf die Lichtkugel aus, um das Relikt aufzuspüren
um seine Position festzuhalten. Drücke erneut F oder linke, rechte Maustaste, um das Scannen zu beenden. Die Position des Relikts wird ja weiterhin angezeigt. Drücke und halte die Leertaste, um das Jetpack zu benutzen. Haben wir aber beides gar nicht bekommen, oder? Mit dem Bewegungstasten kannst du steuern. Öffne die Karte. Drücke E oder A oder X, um zurück zum Eingang der Ruine zu gelangen. Das sieht ja nice aus. Ah doch, da haben wir... Okay, haben wir doch bekommen. Okay. Kann ich irgendwie... Das ist ja witzig. Mit meiner Spitzhacke. Weiß ich nicht. Passiert irgendwie gar nichts. Vielleicht müssen wir natürlich auch in eine andere Etage. Das kostet ja nochmal 20, boah. Stein, Erde. Ah, okay, okay, Erde haben wir schon. Wofür war das denn nochmal? Was für die Blumenkästen, glaube ich, ne? Okay, wir können uns hier tiefer graben. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Muss ich den Scanner auch einfach anlassen. Ah, guck mal hier. Hier ist eine Kugel. 15, okay. Bin mir nicht sicher, ob das hier... so gute Idee ist. Okay. Das ist ja interessant. Denkende Dose Teil 4. What? Eines von vier Teilen der denkende Dose. Der Sitz. Verwende die Wiederherstellungsmaschine zum Wiederherstellen. Okay. Ich wollte ja eigentlich nur alte Teile finden. Boah, ey, kann man ja auch Tag... Oh Gott. Mich wieder raus, ja, irgendwie. So. Deswegen braucht man das Jetpack auch. Ach, du ahnst es nicht.